So, da wären wir wieder. Ich habe in der Zwischenzeit wieder ein paar Namen vergeben. Ich tappe einfach mal ganz kurz hier durch. Das geht auch bestimmt irgendwie schneller. Das war jetzt zu schnell. Pawn, Pawn. Kommen dann gleich die Kinder? Ah, okay. Also auf dem Ziffernblock einfach mit 3 und 9 kann man auch schneller durchgehen. Das heißt, eigentlich müssten jetzt hier alle Namen drauf sein, bis zu Folge 40 oder 41 in den Kommentaren. Ich nehme hier immer so 2, 3, 4 Folgen im Voraus auf, deswegen sind immer nicht die aktuellsten Namen damit bei. Und ab und an übersehe ich komischerweise auch welche, was ein bisschen komisch ist, aber einfach neu melden. So, wir gucken uns mal ganz kurz die Vorräte an. Wir haben jede Menge Trinken, wir haben jede Menge Essen. Was sagt der Kitchen Tab? Verkochen wir irgendwas, was wir nicht verkochen wollen? Zwergenwein wollten wir verkochen, jedenfalls ein bisschen was davon. Und sonst ist alles soweit okay. Wir haben inzwischen sogar wieder 22 Sweet Pots. Die waren ja kurzfristig aus gewesen. Aber hat sich das auch erholt. Das ist doch schon mal gut. Dann habe ich in einem anderen Fortress von mir ein bisschen mit der Müllpresse hantiert. Und rausgefunden, wie sie funktioniert. Also eigentlich hätte es gereicht, wenn wir hier ein Loch gebuddelt hätten. Da ein Platz frei für den Garbage Dump. Und in dem Garbage-Stamm selbst eine Brücke gebaut mit Retracts in die Richtung. Also mit A. Dann würde das ganze Zeug in den Garbage-Stamm gepackt werden. Die Leute gehen raus, Tür wird zugemacht und die Brücke wird runtergelassen. Dann wird alles zerstört. Das heißt, hier oben die Brücke könnten wir uns eigentlich sparen. Wir müssten hier unten nur die Brücke so bauen, dass sie nach links wegklappt. Wir haben jetzt gesagt, sie soll einfahren. Ich bin mir nicht sicher, ob es funktioniert. Gucken wir einfach gleich mal. Eigentlich dürfte die ja gleich fertig sein. Und wenn nicht, reißen wir sie einfach ab und bauen sie halt neu auf. Dann haben wir jetzt zwar eine Brücke zu viel, aber das sieht dann wenigstens cool aus. So, die Brücke unten steht. Das heißt, wir müssen oben die Brücke einmal ausfahren, damit sie später, wenn wir das alles verbunden haben, gleichzeitig ein- und ausfahren. Sonst sieht das echt ein bisschen komisch aus. So, die ist jetzt auch draußen. Haben wir denn genug Mechanismen? Wir haben 4, 8, 11. Ja, ist okay. So, wieder runter. Das heißt, den verbinden mit Brücke. Und zwar... Ja, er hat gleich die richtige Brücke genommen. Wir haben ja auch nur 2. Das passt ja schon. Und warum habe ich jetzt hier kein Dingens mehr? Komisch. Und der Befehl ist auch weg. Also nochmal. A, B, Enter. Granit, Granit. Und dann können wir gleich danach mal den Schalter drücken. Dann müssten eigentlich beide Brücken eingefahren werden. Und dann können wir den Rest der Folge damit verbringen, auszusortieren. Also dann gehe ich durch alle Stockpiles durch und schaue, was wir denn gebrauchen können und was nicht. Also Leder und Stein und so weiter können wir alles weiterverarbeiten. Aber was jetzt Stoffkleidung angeht und Lederrüstungsteile, die nicht aus unserem Leder sind, das wird dann alles gnadenlos in die Müllpresse geschmissen und zerstört. Also noch ist es eigentlich nicht wirklich notwendig und ich weiß auch gar nicht, ob es später notwendig werden würde. Früher war es halt ein Problem mit dem Leck. Wenn man irgendwann zu viele Steine hatte, dann wurde jedes Mal, wenn man einen Steingegenstand gebaut hat, überprüft, welchen Stein denn benutzt werden sollte. Und wenn man 30.000 Steine auf der Karte hat, dann macht er jedes Mal diesen ganzen Prozess. Und das hat das ganze Fort dann ziemlich verlangsamt. Das scheinen sie inzwischen gefixt zu haben. Aber trotzdem habe ich es gerne ein bisschen ordentlich, was das hier angeht. Denn sonst verliert man recht schnell den Überblick. Außerdem will ich auch, dass meine Miliz später einheitlich angezogen ist und nicht ein Bronze-Brustpanzer, ein Eisenkettenhemd und Stahl-Beinpanzer. Das sieht alles ein bisschen komisch aus. Außerdem verhindert man halt so, dass die falschen Sachen angezogen werden. Denn bei der Rüstung gibt es ja schon tierisch Unterschiede. Oh oh, wir haben schon wieder einen Besessenen. Gandalf diesmal. Der Koch Gandalf ist besessen. Oh, jetzt kann ich mal das mit den Verfolgungen ausprobieren. Wo ist Gandalf? Da ist Gandalf. Also, letztes Mal habe ich einfach mit V... Nee, ich bin zu ihm rangezoomt. Da ist er. Ich habe V gedrückt und dann F. Ah, hier steht er auch unten links. Following Cook Gandalf. Er wird da wahrscheinlich gleich da reingehen, dann hören wir schon auf, ihn zu verfolgen. Aber fürs nächste Mal. Nee, er ist einen weiter runter. Schade. Das ist jetzt wieder ein Crafts Dwarfs Workshop. Das heißt, er bastelt wieder irgendwas, was wir nicht wirklich brauchen, was einfach nur viel wert ist. Aber mal schauen. Mal gucken, ob es wieder ein... was war das letzte Mal? Ein Hundeknochenbett?
Ja, das war schon komisch. Dann hat man noch eine Maragoni-Krone, eine Jet-Statue und das war das Letzte. Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Also das dürfte jetzt das fünfte Mal sein, dass Artefakte hergestellt werden. Und, oh ja, stimmt, das eine Mal konnten wir es gar nicht herstellen, da ist der Typ hier durchgedreht. Und er scheint alles zu haben. Sonst würde er jetzt meckern und irgendwelche Notizen zeichnen von Steinblöcken oder Skeletten oder sonst irgendwas. Also lassen wir ihn mal machen. So, wir haben jede Menge Holz. Was sagt der Jobmanager? Wir sollen Türen herstellen, Türen herstellen. Tische und Stühle, soweit okay. Brauchen wir Fässer? Ja, allzu viele sind hier oben nicht. Schmeißen wir nochmal ganz kurz die Destillen an. Und sagen jetzt, wir hätten gerne Wooden. Nicht Wheelbarrow, wir hätten gerne Wooden Barrels. Davon 30 Stück. Brauchen wir noch Bins? Ne, im Stockpile sind hier 10 Stück oder so, die nicht benutzt werden. Gräber haben wir auch, Betten haben wir auch, Tischenstühle sind schon in Bearbeitung. Mechanismen könnten wir noch ein paar gebrauchen. Hätte ich auch nicht gedacht, dass es das so schnell passiert. Wir hatten ja vor kurzem eine richtige Schwemme von denen. Türen sind auf der Liste 60 Stück. Na gut. Okay, Gandalf hat hergestellt ein Pinien-Spielzeughammer. Den müssen wir uns nochmal genauer angucken. Denn wie ich meine Zwerge kenne, wird das ein ganz komischer Pinien-Spielzeughammer sein, bestimmt mit Stacheln besetzt oder so. Dies ist ein Pinien-Spielzeughammer. Alle zwergische Handwerkskunst ist von höchster Qualität. Es ist dekoriert mit Pinie und umrandet mit Bändern von Lama-Wolle. Dieses Objekt ist verziert mit hängenden Ringen aus Granit. Ein komischer Spielzeughammer. Aber gut, wie viel ist er wert? 4.800 Zwergendollar. Ich weiß nicht, was das Zeichen wirklich bedeuten soll. Das Zwergendollar habe ich von einem englischen Let's Player abgeschaut. Da könnte man sich auch was Besseres einfallen lassen, hä? Aber im Wiki stand, glaube ich, nichts. Muss ich mal gucken. So, was haben wir noch? Haben wir Karawanen gerade im Anmarsch? Nö. Gerogon ist fleißig am Lesen. Unsere Soldaten sind was? Combat Drill, Combat Drill, Combat Drill, Combat Drill. Und das sind alles individuelle Combat Drills. Also die machen jetzt jeder was für sich. Ja, komisch. Dabei sind die eigentlich gar nicht aktiv, oder? Nö, die sind inaktiv. Das ist doch schön. Die haben wohl nichts in ihrem Zivilberuf zu tun. Und in ihrer Freizeit gehen sie jetzt in die Kaserne und trainieren ein bisschen. So muss das sein. Sonst sind wir jetzt schön topfit. So. Oben die Mauer könnten wir jetzt auch mal wieder anschmeißen. Zack, zack, zack. Alles wieder aktiv setzen. Denn unsere Masons haben zwar viel zu tun, aber ich glaube, wir haben nur zwei Mason Shops und wir haben drei oder vier Masons inzwischen. Das heißt, ein, zwei von denen müssten hier oben in der Mauer währenddessen weiterarbeiten können. Das soll ja auch immer mal fertig werden. Essen haben wir nicht zu viel zum Verarbeiten. Ja, die Tische, die werden echt langsam Zeit. So, was haben wir noch? Unsere Mine, genau. Ich wollte gucken, ob jetzt in den anderen Etagen ein bisschen was gefunden wurde an Erz. Aber ich sehe nur hier irgendwelche Edelsteine. Eine Etage drüber haben wir noch nichts, haben wir nichts, haben wir noch nichts. Ja gut, dann. Oh oh, was war das jetzt? Eine Karawane von Golden Atom. Das sind doch unsere Leute, oder? Guck mal ganz kurz bei Civilizations war. C. Golden Atom. Das ja, das sind die Zwerge. Und hier seht ihr, wir haben jetzt inzwischen, also am Anfang konnten wir ja nur Golden Atom sehen. Aber jetzt, da wir schon mit mehreren Leuten Handel getrieben haben, sehen wir die anderen Rassen halt auch. Und wir sehen hier schon die Goblins. Was hat das P und W da zu bedeuten? Das ist jetzt komisch. Also falls einer da von euch weiß, was das bedeuten soll, dann bitte mal in die Kommentare schreiben. Irritiert mich gerade ein bisschen. Aber gut. Karawane kommt, das heißt, Gerogon muss aufhören mit Schreiben und zum Depot laufen. Und wo sind unsere Spielsachen? Und da.
Wirklich viele haben wir nichts. Wir haben 2 Kisten voll mit Spielzeug und Kinkerlitzchen, die wir verkaufen können. Das ist echt tierisch wenig. Wie kommt das? Hier unten sind die am Herstellen, jedenfalls einer. Ja, nur einer ist dabei, Spielzeug herzustellen. Ah, guck ich mal ganz kurz. Ah, jetzt können wir nicht mehr unsere Stockpiles einigermaßen checken, weil die Karawane schon auf dem Bildschirm ist. Aber wir haben ganz viel Leder. Da suche ich jetzt mal unser Leder raus. Das verbiete ich. Das da nämlich. Und wenn ich jetzt nämlich anschmeiße, die Produktion von den Lederkinkerlitzchen, dürfte unsere Ledersorte dabei nicht verbraucht werden. Hoffe ich jetzt einfach mal. Was machen wir denn hier? Leathercrafts auf Repeat. Und Leathercrafts auf Repeat. Wir haben doch 2 Lederer, oder? Ich guck mal ganz kurz im Therapist. Nee, wir haben nur 1 Lederer. Okay, dann machen wir keine Ledercrafts. Dann machen wir hier Clothcrafts, auch auf Repeat. Dafür müssen wir wieder in die Stockpile gehen und da dann 1-2 Stoffballen verbieten, damit wir nicht wieder alles verbrauchen und irgendjemand durchdreht, weil er keinen Stoff bekommt. Und da verbieten wir mal die Alpaka-Wolle. Und einmal brauchen wir noch Seide. Nehmen wir den Cave Spider Silk. Denn bei Stoff gibt es halt auch Unterschiede. Es gibt einmal den normalen Stoff aus Pflanzen und dann gibt es noch den Seidenstoff. Und da kann man bei den Besessenheitsdingern verschiedene brauchen von. Deswegen sollte man von beiden Arten jeweils immer 1-2 auf Vorrat haben. So, das heißt, wir können die ganzen anderen Sachen schön verarbeiten. Ist in Arbeit, da brauchen wir nichts. Das heißt, bei der Karawane, die jetzt einkommt, können wir echt nur das Nötigste kaufen. Und das wäre kein Essen, kein Trinken, sondern nur irgendwelche Rüstungen, Barren, Holz oder... Ja, was noch? Mehr brauchen wir eigentlich momentan gar nicht. Kohle vielleicht, dann sparen wir uns das Holz. Aber die Zwerge müssten ja eh genau das bringen, was wir brauchen. Wir hatten ja im letzten Jahr gesagt, was wir gerne hätten. Also das Leder, die Tiere, das ganze Holz. Das müsste jetzt eigentlich gleich alles voll sein. Gucken wir, wie viele Wagen die haben. Die haben 1, 2, 3 Wagen. Oh, wie letztes und vorletztes Jahr auch. Das könnten ruhig langsam mal mehr werden. Also ich weiß, früher in der D20-Version, da kamen dann immer mehr Wagen, je nachdem, wie viel Handel man trieb. Später wurden das immer locker 8, 9 Stück. Dadurch hat das Handeln nachher zwar richtig lange gedauert, aber man hat immer wenigstens eine schöne Auswahl. Müssen wir jetzt mal gucken. So, und wenn die schön lange brauchen, haben wir ja auch den Vorteil, dass wir mehr Sachen schnell noch herstellen können und zum Depot schaffen. Ja, da bringen sie fleißig Sachen hin. Das heißt, wir gehen nochmal auf Depot, drücken nochmal G und wo sind unsere Crafts? Da sind unsere Crafts. Und schon haben wir eine 3. Kiste. So muss das sein. Akkordarbeit. Chop, chop. So, was machen eigentlich die Privatgemächer? Das da ist fertig. Das untere auch. Ah, wir haben immer noch keinen Tisch, immer noch keine Stühle. Aber wir können die schon mal designieren. Also... Das hier ist von... Wer war jetzt unser Sheriff? Müssen wir mal kurz nachgucken. Unser Sheriff ist... kein Hammerer, Militia Commander auch nicht. Captain of the Guard hatten wir keinen. Da wollten wir jetzt einen von unseren Soldaten einsetzen. Also der Namenlose ist ja schon der Hammerer. Hex ist schon der Vorstand der Miliz. Bleiben noch Webster und... Wer war der andere Grunt? Pankulos. Hatten wir noch einen? Swatpuluk und Nadris. Na gut, gehen wir von oben nach unten, nehmen wir Webster. Das ist jetzt unser... Captain of the Guard. Weil später kann man auch noch Zwerge anheuern, die gehören ja nicht zur Miliz, sondern zur wirklichen Stadtwache. Die kümmern sich dann eher um interne Probleme. Also wenn es Morde gibt oder dergleichen, dann wird die Stadtwache gerufen. Die kann man auch, wenn sich da nichts geändert hat, nicht mehr direkt kontrollieren, was recht irritierend ist.
Weil wenn dann irgendwann mal ein Goblin zu nah an die Festung rankommt, dann stürmt die ganze Stadtwache plötzlich aus der Festung raus und will den umbringen. Obwohl die eigentlich ja nur für interne Sachen zuständig sind und teilweise auch dementsprechend ausgerüstet sind. Aber gut, das heißt, Whelpster war auch jetzt da unten die Schlafkammer. Wo ist Whelpster? Da ist Whelpster. Zack. Dann wird hieraus noch ein Dining Room. Ah, brauchen wir Türen. Haben wir Türen? B, D. Nee, wir haben auch keine Türen mehr. Ah. Also ich habe jetzt schon 3 Leute zu Steinmetzen gemacht und trotzdem kommen wir nicht hinterher mit den ganzen Sachen. Das ist echt ärgerlich. Aber na gut, die Karawane kommt immer näher. Das machen wir aber nächste Folge. Jetzt machen wir erstmal eine kurze Pause und sehen uns gleich wieder.